Guten Tag, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht los und zwar mit der zufälligen Mission Monster mit grünen Augen. Absolviere die Map Inselgruppe nur mit Superaffen, deren Upgrades auf 0,2 beschränkt sind. Das heißt also Dart, aber halt hohe Reichweite, also ein einziger Dart. 0,2 beschränkt sind $3.400, 8 Stammschildkröten und eine Admage spielen sollten, die in der künftigen Runde helfen. Bestehe bis Runde 50 auf Schwierigkeitsstufe leicht. Okay. Die Stammesschildkröten kommen direkt mal in den Anfang. Weil die können nämlich die Dings platzen lassen, die Liebloons. Ich würde gerne hier noch einen hinsetzen. Und sollten sie oben lang kommen, dann gerne hier noch einen hinsetzen. Vielleicht sogar zwei. Und gerne hier noch einen hin. Weil ich da stark davon ausgehe, dass hier hoffentlich keine Liebloons hinkommen, aber... Wir sind mal zur Sicherheit, packen wir die mal hier hinten hin. So, wir haben noch ein Erdmännchen-Spion, das heißt also... Ich denke mal, hier werde ich so meine Front maximal bilden. Schauen wir mal, wir können noch ein paar mehr Superaffen dann hinsetzen. Schauen wir mal, ob das geht. Ich meine, wir können uns noch ein paar Dings dann hinsetzen. Ein paar Superaffen, wenn wir dann genug haben. Und ich denke mal, das wird reichen. Hier unten kann man auch noch einen hinsetzen. Liedbloons dürfen wir locker kaputt machen können. Ein bisschen mehr Reichweite hier. Ich finde die Stammschildkröten mega niedlich. Vor allem, die sind auch mega stark halt. Die machen halt Liedbloons kaputt. Können allerdings halt keine Tarmalons entdecken. Und im Nachhinein habe ich das gemerkt, ich hätte die Stammschildkröten ein bisschen anders setzen sollen. Zwar nicht alle auf die Insel, wo hier das Erdmännchen-Spion Einfluss hat, aber gut, jetzt können halt nicht alle daran angreifen, das ist halt so. Den Großteil, denke ich mal, werde ich aber kaputt machen können. Sie haben nämlich auch durchschlagende Waffen. Also sie machen mehr als nur einen kaputt. Seht ihr hier die ganze Zeit mega krassen Popcount hoch. Man würde wahrscheinlich die Mission ganz allein mit den Stammschildkröten schon... Ja, gut. Machen können, aber müsste man schon mal mehr. Gerade gegen den Moab dann später. Wichtig ist erstmal noch einen Superaffen hinzusetzen, finde ich. Weil Superaffen kann man hier hinten auch noch hinsetzen. Ich denke mal, das ist auch gut, damit die, falls sie hier durchkommen sollten, hier hinten noch angegriffen werden können. Vielleicht auch hier hinten. Schauen wir mal. Aber bisher besteht überhaupt gar kein Druck hier. Das ist ja noch eine recht leichte Mission. Also noch der recht leichte Anfang. Ja, in Singapur habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt, die Map. Ist auch eine leichte, glaube ich. Wie immer abwechselnd die Kokosnuss und den Speer wirft. Süß! Na, die sind schon ziemlich stark drauf, die Viecher, ja. Ich denke mal schon, dass ich so zwei, drei Superaffen noch hinsetzen kann. Und da die ja eh nur auf Pfeile laufen und ich nur unteren Zweig machen kann, das denke ich mal... Das hier unten wichtiger, also ja, ein paar mehr Affen hinzusetzen, statt ihn zu upgraden. Ich weiß nicht, die Reichweite ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, die meisten wurden halt noch gar nicht benutzt, oder die meisten wurden noch gar nicht beansprucht, die meisten Schildkröten. Ah, da kommen die Lieb... Ne, kamen noch nicht die Lieb, muss ich schon sagen. Kamen der erste Tarnballon. Den haben wir natürlich kaputt machen können, durch unseren kleinen Spion. Problematisch können dann vielleicht die Tarn-Lieblohn sein, aber ich glaube, selbst die könnte man kaputt machen. Und selbst die werden wir kaputt machen. Wie gesagt, so die Reichweite zu erhöhen von meinen Dings finde ich jetzt nicht unbedingt so super, der Superaffen. Finde ich es besser, die irgendwo anders noch hinzusetzen weiterhin. Na, wobei. Ja, doch ganz schön den Schaden hier, den hinzusetzen. Mehr Money! Die haben schon, sind echt schon ziemlich krass. 2300 kaputt gemacht. Gut, der ist jetzt leider nicht mehr in der Vision des Erdmännchen-Spion.
der Reichweite des Admins. Jetzt spüren wir mal hier hinten ein bisschen die Range erhöhen. Damit die auf etwa gleicher Höhe angreifen können. Noch. Easy. Okay, da kommen schon ein paar mehr durch. Machen wir hier hinten ein bisschen die Reichweite. Ja. Die werden nämlich durchkommen eine Weile. Aber ich habe ja 240 Leben. Ich meine, ein bisschen was kann ich mir leisten. Ich spiele hier nicht auf unplatzbar. Ja, noch schöner. 13 Runden noch. Ich denke, ich werde noch einen Superaffen erstmal hinsetzen, bevor ich hier noch was mache. Ich meine, wir kriegen ja noch genug Geld. Gerade halt für den Warp, der dann gleich kommt. In 7 Runden. Kann man die hier noch hinsetzen? Ja, geht nicht, ja. Dickes Ding, ja. Sehr schön, der steht da super. Schade, ich hätte den gerne hier hinsetzen, aber ist leider nicht, ja. Sehr schön, das kann man nämlich hinten noch angreifen. Und wenn sie hier hinten langkommen, dann werden sie auch nochmal angegriffen. Schick, schick. Das hat nur zweier Superaffen, ne? Die sind halt nicht sonderlich gut. Finde ich jetzt zumindest nicht sonderlich gut. Okay. Eieieiei. Okay, na, keiner durch, wunderbar. Keiner durch. Das heißt, wir müssen sogar noch einen Superaffen hinsetzen. Wir müssen mehr Superaffen hinsetzen. Ich würde echt gerne hier hinsetzen. Das ist echt ärgerlich, dass es nicht geht. Doch hier geht's. Ob sich das lohnt? Dann lieber hier noch einen hinsetzen, der Tarmel uns auch kaputt machen kann. So, nächste Runde Moab. Werde ich mich gleich noch einen Superaffen hier hinten hinsetzen. Sofern ich noch genug Geld kriege. 200, 150. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, danke schön. Ich werde hier sogar noch einen hinsetzen. Ich werde hier zwei Sicherheiten haben. Da ganz am Ende nochmal. Schauen wir mal. Mal gucken. Ich bin echt gespannt, ob das was wird. Da sind Keramikballons drin und die sind halt nicht ganz so einfach kaputt zu machen. Okay. Okay, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Sieht schnuckelig aus. Wunderbar. Schick, schick. Ist theoretisch noch ein bisschen die Range erhöhen. Ja, zwei Mobs am Endeffekt. Dann kommen wir raus bei der letzten Runde wieder. Alter, das ist so krass, wie viel hier schießen. Wenn sogar vielleicht noch. Kann man noch einen hinsetzen? Na komm, setz mir noch einen hin. Der noch ein bisschen Range bekommt. Wir haben sogar jetzt schon zerstört. 5500, nicht übel. Ja, ja, ich bin sowas von tot. Wie? Ich meine, wie viel Superaffen soll ich denn noch hinsetzen, dass alle zerstört werden? Ist in der 49. Runde sogar nur gewesen. Nicht mehr der Moab, ist das lächerlich teilweise. Diese Missionen sind so scheiße, ey. So. Kann die halt nur hier hinten hinsetzen, ne? Muss halt so viele wie möglich ausnutzen, hier gleich am Anfang. Dass die hintereinander wegschießen können. Ja, alles nochmal von vorne, bitte. Jede Mission ein zweites Mal. Ich weiß, wie viele Superaffen habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Superaffen und immer noch verloren. Behindert.
Einfach nur behindert. Gut, lass uns mal wieder durchlaufen. So kurz davor gewesen. Gut, es war nicht mal Runde 50 gewesen. Runde 49 war diesmal mein Todesurteil gewesen. Ja, komisch, da waren anscheinend so viele KA-Mix, die natürlich, ja, schwierig, die einfach hier hinzusetzen, die ganzen Tower. Das ist, ja, problematisch. Ich wüsste doch nicht, wie ich es jetzt anders machen würde. Ich habe es jetzt halt hier ein bisschen hingesetzt, damit sie hier geballt angreifen können und hier einzelweise kleckerweise verteilt sind. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt anders machen würde. Ich meine, stärker wären die dadurch nicht. Ich könnte versuchen, noch super Affenpfeilsturm mal zu benutzen. Also ein paar Affen Dingensen. Ja, warum nicht? Ich meine, wir setzen ja mal zwei Stück davon hin. Der Bienenzüchter kann auch nicht schaden. Warum habe ich eigentlich zwei? Achso, ich habe die noch nicht benutzt. Setzen hier einfach mal welche hin, ne? So ganz ans Ende. Boah, ist der dick, ey. Mann, ist der dick. Das Bärchen. Ne, kann ich so nicht machen. Kann ich hier nicht einsetzen. Schade. Noch halt recht einfach alles. Na, 240 Leben waren ganz einfach weg gewesen. Echt ärgerlich. Und meine Büsche wachsen und wachsen und wachsen. Gefällt mir. Und wachsen weiter. 200 Blumen insgesamt können sie wegnehmen. Jeweils. Kann schon Unterschied zwischen Verlieren und Gewinnen ausmachen, ne? Aber dann musst du es halt wieder Dollar bezahlen. Was halt so an sich von der Mission her, würde ich sagen, schaffst du es ohne zusätzliche Spezialagenten nicht. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Wie gesagt, ich würde es ja jetzt genauso machen, denn ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Ich mache es jetzt exakt genauso. Wie gerade eben. Wird keinen Unterschied machen. Oder würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Ich habe jetzt noch Blumenbeerenbüsche damit genommen. Das kann ich sogar nicht mal meinen dritten hier hinsetzen. Oh oh. Oh 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 oh. Schwierig. Aber vielleicht muss man dafür auch das Spezialland für die Superaffen mitnehmen. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur meine Wurfpfeilaffen dabei. Weil ich halt mir nicht aussuchen kann, welche zufällige Mission es hier gibt. Sonst wäre es ja keine zufällige Mission mehr. Aber den ersten Morph habe ich ja schreddern können. Die 49. Runde mit sehr vielen, weiß ich nicht, was da kam. Regrowth Balloons? Keine Ahnung, war halt sehr tödlich. Haben halt unglaublich viele Schwarze und alles noch durch. Schwarze Zebra Bloons. Fand ich jetzt nicht so cool. Sieht aber noch ganz in Ordnung aus, finde ich. Für die Range erhöhen. Das sind eigentlich den nächsten super Affen. Ja, ich finde, die Bienenzüchter bringt es ja nicht, die Bären. Weil wir ja Lieblings kaputt machen können. Ich glaube, das war ein. Oder Keramik. Ja, wobei Keramik. Gegen die könnte es noch gut sein. Ach, scheiß doch. Gegen die da. Ach, ich kann kaum meine Superaffen hinsetzen. Die sind alle so fett. Alle so fett.
diese kleinen Inseln geht's nicht. Mobloons! Oder more Superaffen. Ich werde noch einen noch einen hinsetzen jetzt. Und danach werde ich die versuchen aufzurüsten. Erstmal ein bisschen die Range erhöhen. So, nächste Runde der Moab. Sind wir mal gespannt auf jeden Fall. Dim, 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 dim. 240 Leben noch, also es könnte noch was werden. Mal schauen. Das sind doch teilweise wirklich Assi-Missionen. Das ist schon echt krass, was hier als Voraussetzung genommen wird. Aber wobei die ziemlich schnell down gehen. Aber ich meine, es wäre langweilig, wenn es nur einfache Missionen gäbe, nicht? Das ist nämlich die erste Mission. Schon ziemlich assi ist, aber wir haben es trotzdem geschafft. Auf jeden Fall noch eine höhere Range nehmen. Okay, der hat schon mal die erste, okay. Wäre zu einfach, wenn es alles zu einfach wäre. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ob ich wirklich alle 250 zufällige Missionen machen möchte, aber ja, warum nicht? Dauert halt eine Weile, ich meine 250 Parts, who cares? Ich habe Zeit. Ich möchte natürlich auch alle Missionen machen, weil ich alles sehen will von dem Spiel, wenn ich schon dafür bezahle. Will ich natürlich alles haben. Na? Warum nicht? So, nächste Runde ist meine Todesrunde. Aber gucken wir mal, was hier so gefällt. Ja, das sind sie nämlich, da sind sie. Hässlichen Viecher, ja. Aber da wir jetzt natürlich alle hintereinander haben, alle Kokosnusswerfer. Da sind sie. Ja, okay. Super! Meine ganzen Dings eigentlich kaputt und da kommt die nächsten, Alter. What the fuck? Okay. War das nur. Ich hoffe, das waren alle Waves gewesen, nicht nur eine davon. Oh Gott, da kommt noch eine zweite, ey. Wobei, das sind nicht die Keramiks, das sind nicht die gefährlichen. Das sind die gefährlichen. Die Keramiks sind wirklich die gefährlichen daran und nicht die. Die anderen davor. Ich werde hier sogar noch einen hinsetzen. Ich brauche noch einen dritten. Noch einen zusätzlichen Pfeilwerfer. Aber das sieht super aus. Oh Gott, und das sieht. Klasse, geschafft. $75 haben wir dafür bekommen. Wow, also hier unten dann wirklich, das war der des Rätsels Lösung sozusagen. Die Kokosnusswerfer da unten alle auf einen Platz so zu setzen, damit, ja, die halt wirklich alle erstmal die Tarnballons, wobei die Tarnballons ist nicht das Wertvolle gewesen, es war einfach alles gleich kaputt zu machen. Gut. Ah, das ist interessant. Schauen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge an von Bloons Tower Defense 5. Bis dann. Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.